Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Galacticraft. Tobi hat sich gerade umgedreht und irgendwas vom Boden aufgehoben, so hat sich zumindest angehört. Ja, da hat er nur einen ziehen lassen. Nein, hab ich auch nicht. Also einmal kurz die Items rausnehmen und ich habe hier übrigens noch die gemeinten Sachen. Ja, die müsste ich eigentlich ja. Ach, ich schmeiß die einfach mal weg. Eigentlich haben wir sie ja fair gemeint. Ich tu die jetzt. Ich kann's auch einfach in unser System tun. Ich tu die jetzt einfach da reinlegen in die scheiß Kiste, in die Lock Chest. Ist mir scheißegal. Da kenne ich jetzt einfach nichts. Und ja, genau, so. So, und, ja, wir haben für die Folge natürlich viele Pläne und so. Ja, wir gehen jetzt ins Kellerzimmerchen und machen da noch irgendwas irgendwie. Und schauen, dass wir da eventuell noch irgendwas hinbekommen. Genau. Genau, wir richten jetzt da unten noch fertig ein. Fertig, also ist relativ gesehen natürlich. Je nachdem, wie weit wir halt kommen. Ja, aber und das würden wir schon schaffen, denke ich. Und dann machen wir halt, ja, dann machen wir wahrscheinlich noch die Fusionskammer da. Zumindest ansatzweise. Genau, wir werden wahrscheinlich nicht fertig werden damit. Wir brauchen erstmal Rohstoffe dafür. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin. Bevor wir jetzt anfangen mit dem Bauen und so, da sorge ich lieber dafür, dass wir genügend Glas haben, um Violen zu craften. Deswegen werde ich jetzt einfach mal einen Glascraft-Auftrag hier starten. Bam! So. Bam! Bam! Ich laufe halt einfach schneller durch den Creeper durch, als er zurückgeprallt wird vom Schwerthieb. Vorsicht, auf unserem Atomkraftwerk ist ein Creeperlein drauf. Ja, gut. Da bin ja, ich wunderbar. Recht. So, also hier, ihr seht schon, hier ist ein wundervoller Raum. Hier werde ich jetzt einfach mal die Decke ein wenig erhöhen. Ja, die Frage ist, was ziehen wir als Decke rein, ne? Ja, das ist ganz easy, das ist kein Thema. Da habe ich gar keine Bedenken. Das Problem ist, da oben sind, glaube ich, so Schimmelviecher. Muss nee, da aufpassen. Weil doch, du ja gut ausgeleuchtet hast, ne? Ach so, es kann sein, stimmt, dass das deswegen passt. Warte mal kurz. Oh, hier Nostalgie pur. Schau es dir mal kurz an, Tobi. Hier ist natürlich mein Gott. Unser Peniskeller. Da ist noch eine Chest. Oh, ja, wie geil. Mit den Buildcraft Pipes. Okay, ist noch was drin? Oh, schade. Das wäre geil gewesen, wenn irgendwas drin gewesen wäre. So. Und da hätte es gleich ein Creeper, ne? Könnt ihr euch ja anschauen, mal Folge 1 bis 10. Einfach nur, um den Unterschied zu sehen, ja, von der Qualität. Ah! Und so. Es hat sich also sehr gesteigert, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und vor allem von dem, wie wir uns verhalten jetzt. Also Folge 1 war schon ein bisschen so. Ja, obwohl, das haben wir eigentlich nie so gemacht, also. Ja, so extrem war es eigentlich nie, aber schüchtern waren wir schon irgendwie, also. Ein bisschen im Verhältnis zu jetzt schon. Also, da gibt's schon so und so. Ja, also. Ja, so. Aber kein Problem. Genau. Ich hab dich bloß gerade mal ein bisschen lauter gemacht, war ein bisschen leise gerade irgendwie. Aber das liegt an meinen Einstellungen, also keine Angst, ne? Ich dachte schon wieder, der hat schon wieder Stress mit Skype. Ich hoffe mal nicht. Nee, wir hatten vorher Stress mit Skype, das und ich hasse Skype dafür eigentlich mittlerweile ja, schon. Wir hassen Skype zusammen, aber wir können es jetzt auch, wir machen das jetzt auch, wir ändern es auch nicht, weil wir wollen einfach, ich will einfach nur sehen, wie viel wir rausholen können aus dem neuen Let's Play mit allen Erfahrungen, die wir halt eben jetzt gewonnen haben. Wir werden, ich sag jetzt einfach mal ein paar Sachen, die wir ändern werden, natürlich neben dem Modpack, das ist ja logisch. Ist einfach, Playlists werden neu sein. Bisschen. Also bei bisschen mir schon. Inhalte. Also bei mir werden. Also ich will, dass es monetarisierbar wird. Eventuell, dass ich es rückläufig monetarisieren könnte, eventuell. Also ich will halt kein Problem mit GEMAs haben, deswegen monetarisierbar. Ja, das stimmt natürlich. Also das heißt, da kommen ein paar Soundtracks in Richtung einer bestimmten Firma mal raus, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich werde ich sogar alles entfernen. Das ist halt ein bisschen drastisch, aber ja, was will ich machen? Ich switch mal ganz kurz zu einem anderen Track, das ist laut, sorry. Okay, ja genau, das ist schon viel. Ich habe einen chilligen Track, ne, von so einem freien Künstler wie Beatery, das ist einfach optimal. Ah, Beatery. Ja, und es ist halt so, was werden wir noch so ändern? Auf jeden Fall werden wir ändern, ja, selbstverständlich das Modpack, wir werden uns um die visuelle Aufbereitung kümmern. Ich überlege gerade, ob wir vielleicht sogar auf die nächst bessere Qualitätsstufe umsteigen. Das haben wir noch gar nicht besprochen. 4K, sehen wir dann. Meine Freunde. Nein. Sehen wir dann. Dann wird das ja so, es wird schon also klasse, du, denke ich jetzt mal. Ja, ne, ich denke, das hat auf alle Fälle Swag und so. Oh Mann, Alter. Nein, ich benutze dieses Wort nicht und ich habe es nie benutzt. Genau. So. Jetzt kommt natürlich wieder der Überkiller Monkey Island Track, wo einfach irgendwie ein Bass am Spielen ist. Ganz klassisch. So.
ganz classic. Alter Schwede, mir fällt gerade auf, wie lange wir den Guten nicht mehr parodiert haben hier. Ne? Also. So. Ach so. Ja doch, ich glaube schon, das ist maximal 3 Folgen her. Echt? Bist du sicher? Sicher, ja. Ja, okay, weil ich darf jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr. Wir dürfen hier mit dem Diamant-Drill-Upgrade jetzt einmal im Kreis rumschnuckeln. Und ich hole mir noch ein bisschen Obsidian oder hast du selber. Sag mal, Tobi, noch? Aber ich habe schon Diamant-Drill drauf, oder? Weil es ist ein bisschen lang. Ja, klar, wir haben das alle drauf, sonst könntest du Obsidian gar nicht mehr abweinen. Ach, genau, Diamant-Drill-Upgrade. Dauert jetzt halt ein Weilchen, Freunde, aber bitte verzeiht mir. Hey, Tobi, bring mal bitte einen Dingens mit. Einen, wie heißen die gleich? Atomic Disassembler. Ein Atomic Disassembler. Der geht schneller. Ja, da muss ich das mal aufladen. Ja, wir haben da bestimmt so einen Fake, fast voll aufgeladenen Atomic Disassembler. Nee. So. Nee. Fake, ja, aber das bringt uns ja nichts. Ja, vielleicht ist er ja doch irgendwie voll aufgefüllt. Da ist man sich ja nie so sicher, ha? Oh, da kommt bei mir auch ein bisschen hier Akkordeon Solo von Monkey Island. Ich geh jetzt direkt, durch die Ender Pouch. Durch die Ender Pouch? Ja. Achso, wir sollten uns vielleicht jetzt noch in den letzten paar Folgen darauf einigen, welche Enderpouch wir für was benutzen. Ich habe ja gesagt. Ach ja, Werkzeug, stimmt ja. Hab. Genau, eigentlich hätte ich es in die andere reinmachen sollen, nicht in die. Ja, geht auf jeden Fall doppelt so schnell. Wenn nicht sogar schneller als doppelt so schnell. Wenn nicht sogar langsamer als doppelt so schnell. So, jetzt kann niemand sagen, dass es doch nicht doppelt so schnell oder doppelt so lang ist. Aber ich mach's gerade schon richtig, oder? Die was? Decke jetzt mal mit Obsidian? Nee, nicht alles. Ah, okay, gut. Dann sag mal wie, weil sonst kommen wir hier so useless vor, bin ich wahrscheinlich auch, ja, aber vielleicht benutzen wir Glowstone, vielleicht benutzen wir Goldblöcke, einfach nur um zu zeigen, wie G wir sind und dass wir in Folge. Ja, dann mach mal ein paar Diamantblöcke. Dass wir in Folge 300 Wir haben keinen. Wir haben wieso denn Diamantblöcke, Boy? Wir haben doch irgendwo Goldblöcke, Alter, wieso sind die jetzt weg? Ich hatte was? Goldblöcke. Ich dich verarschen, ich hab die doch hoffentlich nicht in die Lava geschmissen, oder? Die waren in der Chest drin. Welcher Chest? In der da unten. Achso, ist da alles voll, oder? Nee, nicht alles, aber ich glaube, da waren welche drin. Ich guck mal schnell nach. Da sind 3 Stacks drin. Ja, genau, das waren die Stacks. Ja, yeah, okay. Ich hab schon Panik bekommen, oder? Ja, ich habe mir so gedacht, Alter, also man kann's, so ein Diamant kann man schon verkraften, aber 3 Stacks Goldblöcke ist dann schon ein bisschen viel. Vor allem, weil die Queries gerade bei uns gar nicht laufen. Ja, brauchen wir wahrscheinlich auch nie wieder anlaufen lassen, die Queries. So. Ganz ehrlich. Wunderbar. So, also ich wäre irgendwie dafür, dass die rote Wolle noch schon reinpassen würde. Ich weiß auch nicht. Rote Wolle würde auch reinpassen, hast recht. Die Frage ist bloß, wie willst du es anbringen? Du kannst es in die Decke bauen, du kannst ja eben, an Evander, ihr müsst ja in die Decke bauen. Den Boden haben wir ja schon gemacht, ne? Kannst du es auch lassen, kannst du es auch nicht lassen. Warte, ich glaube, es sieht besser aus, wenn ich so mache. Sieht es besser aus? Warte. Ah ja, doch, das sieht besser aus, da hast du recht, damit das hier quadratisch bleibt, sozusagen. Der hat es wahrscheinlich schon durchschaut hier, der Friend. Du. Ich muss gerade was probieren. Ja, man kann mit der Wrench übrigens auch Chests drehen. Läuft bei dir. Der Wrench kann irgendwie alles drehen. Ja, wunderbar. Also, ihr seht schon hier, wir finden Dinge raus, die hätten wir viel früher herausfinden sollen. Ja, aber so ist es bei uns. Juckt niemand. So. Zack, also zack, jetzt zack, die Decke, zack. Wir müssen uns jetzt darauf einigen, wo aus die Decke ist. Ja, schau dir das mal an hier, was sagst du oder was sagst du nicht, oder? Ich würde sagen, es passt so. Also von Stonebricks her, ne? Oh, das gefällt mir nicht so ganz hier, der Übergang. Ja, vielleicht. Ja, das vielleicht noch, ne? Da hast du vielleicht recht. So. Jetzt sag mal, aus was die Decke gemacht werden soll. Gemachen? Ja, gemacht. Was soll da rein? Ja, was denn wohl? Weiß ich doch nicht. Wieso denkst du nicht mal selber nach? Ja, ich weiß ja nicht, ob es dir dann gefällt, weißt du? Ja, du kannst auch selber deinen Kopf durchsetzen. So. Kann ich das? Ja. Also ich würde jetzt auf jeden Fall mal denken, hier. Was sieht denn, was könnte ich mir denn hier vorstellen, würde gut aussehen? Also, selbstverständlich würde wahrscheinlich eine Golddecke ein bisschen zu golden aussehen. Das ist ja, das wird zu golden. Wir brauchen irgendeinen Farbstich und da wird rot oder blau reinpassen, aber ja, eher rot, weil sich blau sonst mit der Lava beißt. Genau, dann nimmst du, oder wir machen Glas in die Decke und tun Wasser rein, aber das sieht. Das habe ich mir auch schon überlegt, sieht aber nicht so gut aus. Nee, ich würde lieber Wolle nehmen. Ja, dann nehmen wir rote Wolle, würde ich sagen. Gibst mir einfach durch die Enderpouch. Ich hoffe, wir haben noch nicht alles hier zu Carpets verarbeitet. Sonst benutzen wir halt einfach Carpets an der Decke, das sieht ja sowieso niemand.
So, wir haben 39 rote Wolle noch. Das ist natürlich enorm wenig. Ich gebe dir jetzt einfach mal die 39. Die werden aber nicht ganz reichen. Hast du nicht roten Farbstoff oder so und kannst damit auch irgendwas anstellen? Ja, ich werde jetzt mal selber. Aber du kannst ja nur weiße Wolle umformen oder haben wir keine. Das heißt, ich werde jetzt erstmal. Du kannst die Schafe umfärben und dann nochmal durchmähen. Nö, ich farb die Wolle lieber nachträglich um. Nein, das ist viel sinnloser. Warum denn? Da kommen viel weniger Wolle raus, rote. Warum? Ja, weil ein Schaf droppt 4 rote Wolle. Wenn du das Schaf rot färbst, kriegst du aus einem Farbstoff 4 rote Wolle. Anstatt nur 1 rote Wolle. Ja, roten haben wir genug, komm. Scheiß drauf. Ich will jetzt hier nicht unser Gehege mit den weißen Schaflis rot machen plötzlich. Okay, dann gehe ich auch mal in die Farm, dann checken wir mal ganz kurz in der Farm die Lage ab. Wir müssen hier natürlich auch noch vorankommen und ich glaube, uns fehlt auch noch das letzte Challenge-Gebäude, fällt mir auf. Oder das Challenge-Gelände. Darum kümmern wir uns wahrscheinlich auch noch zeitnah, ganz klar. Ja, mal schauen, ob das dann noch onscreen sein wird, weil irgendwie uns geht langsam die Zeit aus. Ja, das kriegen wir schon hin. So, ein bisschen Karotten hier gefarmt. Einmal wieder nachpflanzen und das sollte auch ausreichen. Ich habe so viele Schafe, dass du nicht mehr rauskommst, ohne ein Schaf mitzunehmen. Ach, Quatsch. So, dann haben wir jetzt 27, dann gehe ich da mal ganz kurz runter, fütter die Schweine, bringe sie alle um und auch in der Reihenfolge übrigens, ne, ganz klar. Yes. Zack, 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 zack. So, wir haben 61 weiße Wolle jetzt, also. Zack, zack, zack. Junge, langsam habe ich das Gefühl, dass die Frame-Drops hier durch die Schweine zustande kommen. Kann sogar sein. Irgendwie habe ich gerade fast gar keine Frame-Drops. Ja, ich auch nicht. Ich habe ja auch stabile, nicht stabile, aber stabil genug Frames. Boah, Junge. Hier einfach mit diesem Blade Launcher durchmähen ist schon nice. Ganz nett, ne? So die Musik, die hört sich jetzt irgendwie in Zusammenhang mit dem, was ihr gerade macht, creepy an. Ja, bei mir ist gerade Armada von Galacticraft, Mario Galaxy. Oh, ich könnte die vielleicht mal abfackeln. Wie wäre das? Habe ich irgendwie einen Flamethrower? Nein, habe ich natürlich nicht. Also wir haben noch 11 roten Farbstoff. Drei roten. Okay, ich schieße mir nochmal die ab hier. Genau, nehmen wir uns das mal mit, zack. Also ich glaube, das sollte reichen. Jetzt haben wir nämlich 17 rote Wolle. Ich schiebe jetzt da die Schweinchen weg und dann gehe ich da durch und verschwinde von hier. Junge, verpierselt euch hier vom Eingang. Wie die alle raus wollen, ich glaub's ja nicht. Da muss ich mal kurz hier was kaputt machen. So. Voll reingeschlagen. Da will er so raus. Nee, mein Freund, gibt so eine Zuhälterschelle und dann bye bye. Oh mein Gott. Ich beginne schon mal mit dem roten Deckel. So. Ne, weil also, dann bin ich auch jetzt an der Stelle. Hab jetzt 19 rohes Fleisch. Die tue ich gleich mal braten. Also, Feststellung: Die rote Rolle wird nicht ganz reichen. Ich würde sagen, das machen wir dann hauptsächlich in der nächsten Folge fertig, beziehungsweise weiter, weil wir wollen natürlich in der Folge noch ein bisschen Soulstone farmen. Nein, ich werde getrollt. So, genau. Ah ja, so 10 rote Wolle fehlen noch. Ich werde jetzt mal ein paar Violen graben. Hey, sag mal, tust du eigentlich gerade das Glas brennen lassen? Ja. Warum? Weil wir Violen brauchen und wir hatten nicht mehr genug. Ich habe gerade ein bisschen was rausgetan für das Fleischli. Okay, wir machen gleich die Violen. Ich schaue nur mal ganz kurz nach, was der Tobias hier gemacht hat. Und da werden wir, sieht doch ganz in Ordnung aus. Ist jetzt nicht der Überkiller-Shit, aber. Ja, klar. Vielleicht machen wir noch Muster rein, irgendwie so. Oh Mann, Alter, Muster, Junge. So unnötig, sowas. Karo, Paro oder so, was weiß ich. Karo, Alter. Tschüss, alle. So. Letzte Freunde. So, da kommt jetzt das Glowstone rein natürlich und ich werde jetzt auch gleich die Betten noch hier platzieren, wo wir dann eine Runde drin schlafen dürfen, weil ich keinen Bock habe, jedes Mal neben dieser verdammten Menschen aufzuwachen. Ja, aber es ist noch nicht Nacht und meine Steve Stopwatch ist noch nicht aufgeladen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Soulstone, den wir schon haben, umsetzen. Also da warte ich natürlich auf dich. Warte kurz, so, die Planks, zack, 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 zwei Betten raus, ganz klar. Dann nehme ich mir noch die rote Wolle, das heißt, haben wir noch Red, also dieses Rose Red Ding? Rose Red? Nee, ich habe schon alles rausgenommen, haben nichts mehr. Okay, glaube ich dir einfach mal. Und dann, was habe ich noch gesagt, brauchen wir unten? Glowstone, genau, Glowstone. Jawohl. Okay. Ach ja, bevor ich es vergesse,
falls ihr irgendwie irgendwelche Wünsche habt für Folge 200, also wir haben jetzt schon einen Plan, sage ich jetzt einfach mal, was wir wahrscheinlich machen werden, aber falls ihr da noch irgendwelche grenzdebilen Ideen habt, die wir umsetzen könnten, dann könnt ihr das natürlich gerne uns schreiben. Wir versuchen selbstverständlich mit der Folge 200 die Folge 100 zu übertrumpfen. Wird wahrscheinlich nicht so einfach, aber wir kriegen es schon hin. Wir kriegen schon hin, genau. Und da schreibt ihr einfach die Vorschläge unten in die Kommentare. Ist kein Problem. Wir haben noch 6 Minuten. Ja, das läuft. Also, wir haben ein Problem und zwar aus dem Soul Sand. Also, ich werfe euch mit dir auch mal kurz das Lexikon zu. Da kommen nur zu 20% Blei raus. Das heißt, es kommt nicht immer Blei raus und das ist natürlich nicht so toll. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier, wo das hat. Wo ist das Soul Sand? Hier. Also Soul Sand, ihr seht, 20%ige Chance, dass eben dieses Blei rauskommt, stand ja da dran. Und man kann synthetisieren aus diesen Materialien. Also 20%ige genau. Chance, dass wir eben das Blei rausbekommen. Also dann tue ich jetzt, ich habe hier mal im Chemical Decomposer, schau mal rein, hier, das ist der linke, ne? Da haben wir jetzt gerade mal die Empty Test Tubes reingemacht und dann packe ich erstmal ein Stack Soul Sand rein und dann gucken wir mal, was da rauskommt, ne? Jawohl. Sag mir doch dann mal, 4, 7, 9. 8, 9, okay. Ein Steinium ist radioaktiv, das haben wir auch rausbekommen, das tue ich schnell mal in unsere Kiste, weil ich habe keine Lust. Aber Tobi, hier. Sag mal, wie sieht's denn aus? Brauchst du, wozu brauchen wir denn das Plumbum? Sag mir mal jetzt. Um alle Blöcke für den, wie heißen denn die Blöcke? Das sind, wie heißen sie denn? ich kann es dir gleich sagen, ich muss selber gucken. Wir wollen ja den Fusionsreaktor basteln und da brauchen wir spezielle Blöcke für. Ja. Und zwar die Fusion Wall und das Tungsten Plating. Fusion Wall, so baut man die. Also 16 Stück kriegt man aber aus 3 Dingern raus. Genau, ne? Ja, das wir brauchen, ist gut. Wir brauchen, glaube ich, ungefähr einen Stack davon. Ja, gut, und also. Die Tungsten Platings brauchen wir auch noch und genau da ist das Problem. Wir brauchen Wolfram Tungsten und ich habe keine Ahnung, wo wir das rausbekommen. Wolfram. Also ich wusste, das war ja mal ein einzelnes Erz bei uns irgendwann, glaube ich, sogar. Tungstenerz. Ja, da haben wir es aber nicht rausbekommen. Ich muss mal gerade schauen, vielleicht haben wir schon hier irgendwas erkundet im in unserem. Wo könnte denn Tungsten rauskommen? Ich schau mal ganz kurz einfach unter das Mikroskop und schau mal, was da rauskommt. Okay. Ja, also ich habe schon voll viele Verbindungen, die meisten, die wir brauchen, habe ich schon. Achso, ich zerlege noch schnell die restlichen 53 Soul Sand, die ich hier habe. Vielleicht müssen wir im Nether gar nicht mehr farmen gehen. Mich wundert jetzt eigentlich, dass bei Eisenerz gar kein Kohlenstoff dabei ist, weil es ist ja nicht nur reines Erz im Prinzip, aber... es kann auch sein, wenn es dumm läuft, dass wir Wolfram aus radioaktiven Erzen durch Zerfallen herstellen müssen. Wie viel brauchen wir denn überhaupt Tungsten? Also Tungsten brauchen wir 6 würde ich sagen. Okay. 6 Tungsten. Beryllium haben wir, glaube ich, schon. Ja, da haben wir schon genug. Gott sei Dank. Jetzt bringt mir das Pickaxe hier nix. Mal sehen, was in der Karotte drin ist. So, wir haben 29 Blei. Retinol ist da drin, cool. Ich überlege gerade, wo könnte denn hier was drin sein? Mal ganz kurz. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendein Arzt sein. Schnubbeln. Eigentlich. Vielleicht ist ja in Redstone irgendwie was drin, ne? Nein, Redstone ist Eisenoxid. Also Eisen ist dann nur noch drin. Okay, dann. Das Interessante ist, dass in Wolle Titan Tobi, ist, ne? Was? Weißt du, was witzig wäre, wenn es im Nether Star drin wäre? Nee, glaube ich nicht. Ja, was also. Im Emerald. Nein, doch nicht. Tobi, was sind die Buchstaben für Tungsten? Tungsten ist W. Also meinst du jetzt das chemische Element? Ja, genau. W. W. Okay, da muss man schauen. W, da kann ich einfach danach suchen, ne? Also, ich schaue jetzt gerade mal, vielleicht finde ich hier irgendwas in unserem großen Items-Dingsbums. Vielleicht in Osmium, da gucke ich mal. Schade, haben wir nichts gefunden. Ist natürlich nicht so günstig, aber wir schauen noch trotzdem noch mal kurz weiter. Lapislazit könnte es vielleicht noch drin sein, das schauen wir auch mal. Osmium, schau mal, ob es in Osmium drin ist. Ja, Osmium habe ich gerade rausgepackt. Quarz, gucke ich auch mal. Genau, Quarz, Osmium und Lapis. Und Lapis habe ich schon, ja. Genau. Dann schauen wir haben 396 Smaragde, ne? Ja, schau mal, Smaragd drin. Genau. Das habe ich schon analysiert. Da ist nur Vanadium drin und Chrom und so. Das brauchen wir nicht, ne? Glowstone vielleicht noch.
Nee, da vielleicht ist nichts drin, da ist Phosphorus drin. Egal, ich schau mal trotzdem nach. So, ich hab gerade eben nachgeschaut. Verdammt. Naja, ich schau trotzdem. Verdammt. Ich schau trotzdem nach, weil ich bin retarded. Nein, ich meine, ich schau jetzt den Rest nach. So, also tun wir nochmal unser Chemist Journal rein. Zertusquarz, da kommt erstmal gar nichts raus. Lapis. NaAlC. Oh nein, da ist auch kein Wolfram drin. Im Osmium. da ist Osmium drin. Ach so. Ja, und Osmium Ohr, da ist nichts drin natürlich. Ja, und Glowstone hat er schon gemacht. Deswegen. Ja, ne? Dann müssen wir bis zur nächsten Folge informieren wir uns mal, was das sein könnte, weil wir wollen euch ja auch nicht zumuten, dass ihr da 5 Jahre zuschauen müsst. Jetzt craften wir noch ganz schnell hier mit den neuen Blei und ein bisschen Eisen unsere Platings, würde ich sagen. Du stellst mal eine Kiste, stell mal eine Kiste neben den Beamer, eine leere. Dass wir das Zeug da gleich haben. Vielleicht mache ich auch den Chemical Dingens, den, also den Raum fürs Atomkraftwerk. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, wir haben noch genug Kisten drin. Ach so. Ja. So, okay, also 48 Fusion Walls, die sollten eigentlich reichen. Wenn wir nochmal einen Stack brauchen, können wir noch einen nachmachen. Chest, nimm uns mal 2 Stück raus. Wir haben ja nur 58. Jawohl, dann geht's mal los hier. Wir craften jetzt mal wieder eine, weil wir nicht wissen, ob wir jetzt eine haben oder nicht. Oh, ich fliege irgendwie gerade gar nicht, fällt mir auf. Naja. Okay, und ich verleg dir mal. Oh, Junge, heute die Folge der Bugs. Wir fliegen jetzt in den Abschied, würde ich sagen. Weil warte noch ganz kurz, ich platziere kurz die Battles. Die Battles. Da legen wir uns zum Abschied rein, würde ich sagen. Ach was, wir fliegen schon in den Horizont, das ist schon cooler. Hast schon recht. Ah ja, ich habe auch gerade aus Reflex gar nicht Nacht gemacht. Sollen wir die Betten zusammenstellen? Du kannst sie nicht auf Glas platzieren. Ja, das ist mir schon klar, aber... Boy, was denkst ja, du? Ja, platziere sie hier rechts rüber. Jetzt einen Abstand und dann hier meins. Oder deins oder da, ist egal. Nein! Ja gut, das macht nichts. Da war sowieso nur fließende Lava. Okay. So, dann können wir die Chest mal kurz wegmachen. Oh yeah. Komm, nimm mal den Rest da schon mal. Genau. So. Dann hier dein Bettchen, mein Bettchen und die Chest, die platzieren wir einfach rechts davon. Na, egal. Also, legen wir uns noch einmal kurz rein hier, würde ich sagen. Dann macht schnell Nacht dafür, so. Jetzt kann ich es nämlich. Ja, dann verabschieden wir uns gleich, würde ich sagen, oder? Doch, hast recht. Ja, eigentlich steht da immer noch, you can only sleep at night, obwohl ich gerade Nacht gemacht habe, ne? Ja, die Lava ist so hell, das ist. Jetzt ist Mittag, ach so. Ja, dann. Ich weiß die englischen Worte für Tag, Nacht und Mittag. Ja. Ach so, nun, ach das war. Ach so. So. Gut, dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Da liegen wir uns dann mal ins Bett. Und ja, tschüss und bis dann. Ciao.